Hallo. Herr Eik? Ja? Haben Sie meine Bestellung gesehen, die ich Ihnen vorhin geschrieben habe? Nein, noch nicht. Ich koche Essen. Dann kaufen Sie sich welches. Nee, ich habe genug, aber es ist mein Keller. Kaufen Sie sich trotzdem bei mir Essen. Ja, übrigens die Sachen, wo ich dran geschrieben, ich habe ja hingeschrieben, nur Bretter und so. Mhm. Und da so Holzbretter und so, das ist alles mit, damit ist alles Eichenholz gemeint. Ja, gut, so muss ich gucken. Wenn du sonst keins hast, ich würde auch warte. Ironwood nehmen. Oder ist das viel teurer? Das ist teuer, eine Münze teurer. Aber du halt nur eine Münze. Können Sie sich meine Bestellung angucken und sagen, wie viel was das kostet? Also, wenn das also vier, wie viel denn vier, wären das 24 Iron Curls dann. Ja, dann können Sie mir zeigen, wie so ein Iron von Eisenholz, also Ironwood. So, kommen Sie mal mit. Hier. Ja, das nehme ich. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal hochgehen. Okay. 24 Minuten waren richtig, oder? Ja. Dann da. Danke. Freut mich, mit Ihnen Geschäfte gemacht. Ja, gleichfalls. Habe ich irgendwelche Halluzinationen? Oder warum ist hier alles so hell? Es ist mitten in der Nacht, Herr Ramon. Aber glaub, bei mir ist alles hell. Herr Ramon hat wieder zu viel getrunken. Nein, ich habe nichts getrunken. Ich habe seit 5 Tagen nichts getrunken. Der hat doch vorhin erst ganz lang geschlafen. Na, ich glaube. Doch, ich habe. Ja, ich glaube, der hat dir direkt genau. Soll ich ihn mal auf den Kopf hauen, Herr Ramon? Nein. Das hilft aber vielleicht. Bei mir. Sag mal, bei mir leuchtet alles. Kein Scherz. Haben Sie irgendwas getrunken? Nein, Alkohol. Wirklich, nein. Nicht nichts. Unbedingt Alkohol. Kriege ich mal bitte Ihren Helm? Vielleicht haben Sie ja irgendwas da drauf. Bitte sehr. Ich sehe immer noch alles. Vielleicht ist das ein bisschen radioaktiv verstrahlt oder so. Nein. Also ich sehe alles normal. Alles. Vielleicht ist er nur nicht dran gewohnt, dass die Fackeln hier überall stehen. Nein, das war ja schon alles da, wo ich... Hat Ihnen das Fräulein Vivian zugesetzt? Wo ist das Fräulein überhaupt? Das frage ich mich auch. Das ist am Schlafen. Soweit ich weiß. Sagen Sie mal, das Fräulein Vivian, schläft die in Unterwäsche oder nackig? Das weiß ich doch nicht. Bitte, warum? Was? Sie schläft doch bei Ihnen mit im Bett, dafür haben Sie doch so ein großes Bett. Nein. Soll ich nachgucken? Ich hab da. Ja, können Sie gerne nachgucken, bitte. Olaf. Jetzt seien Sie ehrlich, wo ist das Fräulein Vivian? Das weiß ich nicht. Herr Olaf, geht's Ihnen gut? Olaf? Ihnen ging's beiden gerade gut, oder? Sie haben irgendwie die Füße auf dem Kissen gehabt und den Kopf. Nein, also ich wollte eigentlich nur mal kurz mein Rücken knacken. Das hilft immer ganz gut. Also, Herr Ramon, naja. Wo haben Sie jetzt das von den Vivian versteckt? Das weiß ich doch nicht, das fehlt. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Mit dem Fräulein Vivian? Ja, nein! Aha, okay! Okay, Herr Ramon, dann wissen wir Bescheid. Weiß doch nicht, wo das. Dann wird sie bestimmt duschen sein, also. Ja, aber wo soll man hier bitte schön duschen? In ihrem See hinten. Also, da kann man nur baden. Ja. Sagen Sie dem Fräulein Vivian einfach, sie soll hinmachen. Ich weiß doch nicht, wo sie ist. Na, warum? Sie haben doch was? Die Nächte mit ihr verbracht. Na? Hä? Ach, Mensch. Wieso hat der Olaf einen Pfeil im Arm stecken? Weil er inkompetent mit Schaduhren ist. Ach ja.
können Sie mir noch so ein paar von diesen wunderbaren Zäunen basteln? Die reichen nämlich nicht. Noch mehr? Ja, noch mehr. Da. Und da. Was machen Sie schon wieder? Hexe! Oh. Oh, Geld. Nein. Ich möchte nicht, dass jemand über... Nein. Na gut. Ich würde gerne dieses Schwert repariert haben. Ja, es ist aus Silber, ne? Mhm. Ja, gut. Gibt's hier was umsonst? Ja. Du darfst jeden Schlag. Keine Ahnung. Bist du aber der Finger. Das ist unsere Tagesbeschäftigung. Wir spielen Schlag ab. Okay, da habe ich eine bessere Methode. Fuck. Ich habe eine neue Waffe. Aber der Schmied hat mir verboten, die gegen Leute ohne Rüstung einzusetzen. Ach, wie gut, dass ich keine Rüstung anhabe. Sie dürfen mich aber gerne mal abschießen, wenn Sie wollen. Das hat gekitzelt. Ja, ich weiß, dass sie so eine Rüstung anhaben. Ich habe ihnen ja die Invisibility Ink verkauft. Dankeschön. Aber ja, wenn ich hier einen Teil. Wenn ich hier ein Dinges da abschieße, dann macht das was, dann passiert Folgendes. Au. Danke. Mist. Warum haben sie jetzt eine Eisenstange gesetzt? Ich wollte den Herrn Ramon einfangen, damit Fräulein Vivien noch mehr von ihm hat. Ey. Fräulein Vivien, das hat übrigens ihre Versammlung. Hallo, Herr Darko. Fräulein Vivien hat übrigens ihre Knaststrafe abgesessen, die ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Und wo? Weil beim Herrn Ramon im Bett ist sie nicht. Ich hab keine Ahnung. Die ist irgendwie gestern, hat sie sich gefreut, dass sie raus ist, hat ihre Sachen genommen und ist weggegangen. Warten Sie mal, Herr Darko, Sie wollten doch allein mit Fräulein Vivien sein. Ich? Hä? Unten im Gefängnis, Sie wollten sie einsperren, damit sie nicht weg kann. Ist das Fräulein bei Ihnen im Haus? Schauen Sie nach. Hier ist es nicht. Das überlasse ich an Ben. Herr Ramon. Ja. Oh fuck. Scheiße, Mann. Sorry, Danko. Das war keine Absicht. Warten Sie kurz, ich muss es ausmachen. Was war das? Das war mein neuer Zauber und der ist etwas fehlgebildet. So, jetzt müsst ihr nicht mehr. Jetzt müsst ihr das nicht mehr. Jetzt müsst ihr keinen mehr anzünden. Jetzt müsst ihr keinen mehr anzünden. Ist das jetzt? Ja, jetzt zündet ihr keinen mehr an. Ich kann jetzt Luftschütze schießen. Das ist toll. Ja. Das war nicht. Nein. Ich hab in die Luft geschossen. Das war nicht ich. Ich bin. Wer sonst? Also ich stand direkt neben ihn, das muss ja von ihm gekommen sein. Ja, aber sein. Ich hab in die Luft geschossen. Ja, dieser Mensch, der hat bestimmt was in seinem Haus. Wenn es nicht die Fräulein Vivien ist. Ja, aber ich durchsuch das Riesenhaus dort nicht. Herr Ramon, eine Frage, weil man jetzt mal das Haus von Herrn Dach sucht nach Fräulein Vivien eigentlich ist momentan. Nein, ich weiß es nicht. Machen Sie es einfach. Okay. Weil hier habe ich sie in letzter Zeit noch gar nicht gesehen. Ich hab sie aus dem Knast entlassen, dann ist sie los. Nachdem die Geschichte im Gefängnis war, habe ich sie auch nicht mehr gesehen. Warte mal, wie viel Schaden macht denn eigentlich mein neuer Bogen? Darf ich? Wenn ich sie danach hauen darf mit meinem Schwert, ist das kein Problem. Ich weiß, dass sie mich direkt töten werden. Nein, glaube ich nicht. Sie werden mich nicht auf einen Schlag töten? Nein. Oh. Du hast die Hälfte meiner Helmhaltbarkeit runtergehauen. Ist ihre Schuld. Wieso erscheint sie Herr Ramon,
Erst ja. Fräulein Vivian, jetzt der Herr Ben. Wer kommt denn als nächstes? Komm, der Herr Luca? Nein. Der ist doch schon wieder bei Ihnen im Bett gewesen, Kat. Ich hab. Sehen Sie? Was soll? Ich bin auf der Anziehen, weil ich einen Rock anhab. Ich hab einen Rock an, ich bin der Anziehen. Nur weil dieses komische. Dieses komische was? Meinst du das hier? Ey, ich hab irgendwelche Halluzis. Halluzis? Das ist schlimm. Was sind Halluzis? Ich stockst ein bisschen. Name? Alles blendet. Der Herr Ramon ist doof. Alles blendet in der Nacht. Toll. Ja, er hat wieder zu viel gesoffen. Vielleicht Alkoholvergiftung? Ja, wollte ich auch was sagen. Ich habe kein Morgen. Alkohol getrunken. Vielleicht eine langfristige Erkrankung durch den vielen Alkoholkonsum. Oder Sie sollten aufhören, Gehirne zu essen. Warte mal. Ihr bleibt mal. Auf eurem Fleck. Warte. Oh nein. Wir könnten den Automaten wieder auffüllen. Ich kann wieder nochmal sehen. Was? So, aber jetzt mal eine andere Frage. Hat einer den Herrn Melvin schon mal wieder gesehen? Nein. Ich habe ihn gerade gesehen, da hat er sich wieder hingelegt. Behalten Sie den Herrn bitte im Auge. Warum? Nein, nicht, dass das er noch irgendwas ausheckt. Das kann ich übernehmen. Okay, und dann, wenn du das schaffst, 30 Tage lang, dann bekommst du eine Flasche Wein. Und der Herr Olaf, Sie sind sich sicher, dass der Herr Luca das nie bei Ihnen gekauft hat? Also ich könnte schwören, dass die einzigen Darko und Benny waren und Sie natürlich. Und der Herr Ramon. Und Ramon. Also, das ist... Kommen Sie mal bitte mit als Stellvertreter, weil... Ja, klar. Es reicht ja schon aus, dass er diese dreckige Blutmagie macht. Also wenn der jetzt noch mit mehr anfängt, dann ist hier aber Schicht im Schacht. Der Herr Melvin lässt sich mittlerweile auch nicht mehr blicken und... Ja. Oh Gott, so. Ich glaube, dann den werden wir wohl seines Amtes entheben müssen, weil es ist... Als Obermagier muss er eigentlich ein Auge auf sie alle haben. Finde ich eigentlich auch. Was? Stadtwachmitglied. Okay. Wo ist der Dark schon wieder? Ich stehe doch. Ach so. Warum hat er seine Tür zugebaut? Warum wohl? Ich warte hier draußen auf sie. Ja. Oder kann ich mit dem Herrn Olaf noch ein bisschen reden? Oder wollen wir das bei Ihnen machen? Können wir auch gerne. Machen wir das bei uns. Okay. Aber ich wollte gerne mal mit Ihnen über den Herrn Melvin reden, denn der Herr Melvin schläft ja momentan sehr viel und ist auch ein... Jetzt gerade nicht. Ist ja auch ein Werwolf. Ja. Als Obermagier hat er da Sachen, die er eigentlich nicht haben dürfte. Sprich, das Werwolfsblut. Ja. Da er so inaktiv ist und nicht auf seine Schüler achten tut, würde ich ihn gern seines Amtes entheben wollen und ihn nur noch als Schüler, Novize oder Bücherträger einteilen. Okay. Ich würde Sie gern als Obermagier nehmen, weil Sie sind Stellvertreter des Stadtherrn und als Obermagier hätten Sie würde es natürlich gut passen, da zwei Fraktionen so gesehen die Stadt leiten dann. Okay. Also werden Sie damit einverstanden? Also ich habe nichts dagegen. Okay. Weiß der Melvin schon Bescheid? Nein, wie denn? Er ist ja nur am Schlafen und... Ach so, ja. Ja, er rennt immer weg, dadurch, dass er ein Werwolf ist. Und wenn die Stadtwache oder ich auf ihn zukomme, er rennt immer feige weg. Ja, okay. Gut. Dann werde ich noch ein Schreiben in den nächsten Tagen aufsetzen, wo das festgehalten wird. Und dann sind Sie ab jetzt der neue Obermagier. Das heißt, Sie dürfen jederzeit den Herrn Luca auch
Magie wegnehmen, entbinden, erlauben. Okay, je nachdem. Okay.